Moin Freunde, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal auf YouTube. Ja, die Digital ist heute angekommen. Tada! Ich freue mich wieder Boxen, Unboxen, geil! Wow. Ja, ich weiß auch nicht, was drin ist. Die Box teile ich jeden Monat selber mit Upgrade. Ohne Upgrade kostet dann die 25 Euro um den Dreh. Link ist in der Videobeschreibung, dann könnt ihr noch genau nachlesen. Ich habe mal die 35 gezahlt. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eine Leine bestellen. Ich habe davon leider nichts. Das ist kein Partnerlink. Wo ihr sehen könnt, oh, die kommt von Bond 1104. Die geben wir jetzt mal zwei extra Punkte. Oder wie auch, oder eine Box gratis irgendwann. Weil er für uns Werbung macht. Das ist leider nicht der Fall. Ist auch nicht schlimm. Ich zahle die gerne. Weil immer sehr schöne Sachen drin sind. Und das zeige ich euch jetzt. Gute Übergang, warte. Ja, manchmal fällt mir das so brutal durch. Das war gut. Das T-Shirt übrigens, das war im letzten Monat drin. Geil, ne? Das ist so von einem berühmten Bild, wo die Hunde auch da Poker spielen. Da ist ja, glaube ich, der Snoopy. Ne, spiegelverkehrt. Snoopy, Idefix, der Snowball, Scooby-Doo, der von den Simpsons, den Name fehlt mir jedes Mal. Von Garfield und von Family Guy. Und da soll auch noch einer irgendwann sitzen, da oben. Da oben. Und dieses Mal ist das T-Shirt wieder mal cool. Ah ja, ich weiß was. Ich weiß das schon. Mal sehen, ob ihr das erraten könnt. Drei. 2, 1. Pac-Man und die Ghostbusters. Und die Geister von Pac-Man trauern gerade um einen verstorbenen Freund, der in einer Geisterfalle liegt. Quasi als Sarg. Traurig, aber auch irgendwie schön. Aber was meint ihr dazu? Und natürlich ist es weich. Und stinken tun die auch nicht so nach Chemie. Weil viele T-Shirts stinken erstmal so sehr stark nach Chemikalie. Ohne gute Qualität. Manche sind nicht so gut an Qualität. Aber bei Gedickete wurde ich bis jetzt nie enttäuscht. Das war immer eine sehr schöne, gute Qualität. Dann machen wir mal eine Papiertüte. Ja, vorher hatten sie Plastik gehabt, aber jetzt haben sie mittlerweile nach längerer Zeit mit Papier. Was sehr schön ist. Cos You Weapon. Also, das sagt mir jetzt gerade so nichts. Die Würfel kennt man vielleicht und so irgendwie her. Aber das sagt mir gerade nichts. Müssen wir gleich mal in die Bluttest gucken. Dann haben wir hier Balls. Sauerbaum mit Erdbeere, saure Erdbeerenkugeln. Die kennt ihr vielleicht so mit Apfel und Melone. Mmh, sehr schön. Sehr schön. Weiter geht es. Dann haben wir wieder ein Blind Pack. Und Alter! Ist das geil. Ist das geil oder ist das geil? Entschuldigung, wenn das so laut wird. Dragon Ball Z. Cool. Son Goku gegen Freezer. Entschuldigung. Ich muss was trinken. Die war übrigens in der Degusta-Box. Das Video kommt heute auch noch online. Ja, die ist wieder bei mir aufgekommen. Nachdem ich das geregelt habe. Mal sehen. Ich hoffe, Son Goku ist drin. Ich bin großer Son Goku-Fan. Schmeiß mal kurz weg. Nochmal ein bisschen Reklame. Schade, das hätten sie ruhig als Dringenball machen können. Dann wäre das Wissen noch ein bisschen passender aus diesem komischen Plastikkugel da. Geh mal vom Körper weg, liebe Kinder. Und wenn ihr zu klein seid, dann sind eure Eltern dran.
und schneidet euch in den Finger. Mein Gott, ist das so geklästert. Na, ich will an meine Figur dran. Unmöglich. Aber wahr. Hier muss es doch irgendwie einen Anfang geben. Na, Kruzifix. Ja, Mai. Da kommt mein Bayerer wieder raus. Wenn ich schimpfe, dann auf Bayerisch. Weil ich finde, das hört sich cool an. Der Kruzifix. Ah, okay. Fertig. Kleb, kleb, kleb. Und was ist zum Zusammenbauen? Jo, das ist so ein Goku. Und Freezer zusammen? Oh, cool. Kann sich nur um Jahre handeln. 2000 years later. Wie das bei SpongeBob immer so gerne so sehr heißt, ne? 10 Sekunden später. 2000 Jahre später. Okay. Ja, der hat ein Loch im Rücken. Hm. Loch im Rücken. Roch im Lücken. Hm. Sehr witzig, Herr Bond. Sehr witzig. Glaube, da fehlt noch was. Sein Hintern. Schweif, Schwanz, wie auch immer. Er hat Schwanz gesagt. Ja, ist gut. Wer nehmt euch? Ihr Ferkel. Ja, der ist fest drin, dran, drum und auch so. So, das ist die erste Figur. Schick, schick. Dann kommt es. Kommst du raus? Ich will nicht, nein. So, Goku ist ein riesengroßer Kämpfer, aber sobald es um Spritzen geht, will er am liebsten verschwinden. Der hasst Spritzen, genau wie ich. Nur ich bin kein super Kämpfer. Mein Gott, willst du jetzt mal? Der Stendi kommt noch raus. Für die Figur. Kommst du. Unmöglich, aber wahr. Oh, Frieza hat es geschafft. Son Goku ist tot. Der hat ihn zerteilt. Reingelegt. Er lebt wieder. Cool. Ich hatte mal bei Digital angerufen. Es wäre doch super, wenn da so eine Dragon Ball Z-Figur mal drin wäre. Oder so eine spezielle legendäre Box von Dragon Ball Z. Und da hat er gesagt, ja, wir haben bei uns in der Firma sehr viele Mitarbeiter, die Dragon Ball Z-Fan sind. Vielleicht kommt da irgendwann was. Und die haben recht gehabt. Und der hat recht gehalten. Nur der wollte nicht sagen, was und wann und wo. Ist auch richtig so. Man will ja selbst überrascht werden. So, und das ist die Kamehameha. Boah. Cool. Das sind so zwei kleine Figuren, aber die sind schön. Daumen hoch, beide Daumen hoch für Gedickete. Ich finde es super. Dann haben wir noch eine Blindback-Figur, oder ist das, ja, noch eine Blindback-Figur. Von The Crime of Gurin Grindelwald. Immer vom Körper weg, habe ich gesagt. Was mache ich? Nicht nachmachen. Das könnte böse enden. Zumindest landet er im Krankenhaus. Ach, ist das schön. Oha. Oha. Das ist geil. Das zeige ich euch gleich. Wie gesagt, das ist ein Blindback. Die ist in einer großen schwarzen Tüte. Ist auch immer eine Figur. Hahaha, wer hätte das gedacht? Sehr, sehr scharf kombiniert, Herr Holmes. Sherlock Holmes. Bin mal gespannt, ob ich die kenne. Nein, kenne ich nicht. Der kennt ihr die. Guten Tag, guten Tag.
Wo habe ich diese Verpackung getan? Ich bin auch intelligent, wie immer. Vinylfigur. The Grimes of Grindelwald. Fantastische Beast. Ah, aus der fantastischen Welt der Tiere. 1 von 12. Ich glaube, das ist einer von den wenig seltenen. 1 von 24, noch unseltener. Also, die kann öfters vorkommen, dass ihr in so eine Packung kriegt. 1 zu 6 ist selten. 1 zu 72 ist also sehr häufig drin. In so einer Box. Oh. Ich weiß nicht, was ich dann. Vielleicht kommt die in die Gewinnbox oder ich schenke die. Mal sehen, ich weiß es noch nicht. Dann haben wir was von Game of Thrones. Schottgläser. Hab schon einige Schottgläser. Und so viel Alkohol trinke ich nun auch wieder nicht. Aber es ist was Schönes. Sowas kostet auch locker 10 bis 20 Euro mit, wegen Lizenz. Ja, komm raus. Gehen wir da hin. Schönes Material. Zwei verschiedene Häuser. Wie bei Gryffindor und bei Harry Potter. Lass mich doch. Muss die Leute da unterhalten. Schön. Dann haben wir was von Harry Potter. Das ist der. Mann, hab schon lange kein Harry Potter mehr geguckt. Stampfers, ein Stempel? Kann das sein? Machen wir mal auf. Ich tue die sowieso unboxing. Also ungeboxt. Ausgepackt. In mein Regal. Das müsste doch der Verbrecher sein, der von Azkaban abgehauen ist. Ach, wie heißt der? Der Gefangene von Azkaban. Heißt der Film? Ich meine, das ist er. Ach, jetzt habe ich die Verpackung wieder weggeschmissen. Moment. Vielleicht steht es hier drauf, aber auch vielleicht nicht. Tatsächlich, ein Stempel ist das. Ne, steht hier nicht drauf. Ja, Stempel. Stempelei. Du bist ein Ei. Moment. Da haben wir ein bisschen Papier. Ich bin nämlich vorhin runtergeflogen. So sieht das dann auf Papier aus. Quasi der Kopf von dem. Wer wisst, wer das ist, außer der steht gleich im Heft drin, dürft ihr ganz gerne einen Kommentar schreiben. Dann haben wir was Großes. Ach, nicht schon wieder so eine blöde Flasche. Spülmaschine geeignet. Wasserkaraffe. Die hat letztes Mal, glaube ich, auch so eine komische Flasche drin gehabt. Ein digital einproduziertes Produkt. Bum. Ich frage mich, wer so viele Flaschen sowas braucht. Ich brauche sowas nicht. Ist eine nette Idee. Viele feiern das vielleicht auch. Aber meins ist es nicht unbedingt. Sieht aber auch schön aus. Das kann man nicht anders sagen. Die kommt vielleicht in eine Gewinnbox. Dieses Jahr kommt ja wieder ein Gewinnspiel. Also Augen und Ohren nochmal. Dann haben wir ein Büchli. Oh, da hat sich der Zeilen mal garantiert sehr drüber gefreut. Ups. Das ist aus den 80ern, wie die Mickey Maus heutzutage noch hat, mit einigen Gimmicks.
Und da gab es damals mit Yps. Der Salmai kann mehr darüber erzählen, weil der ist ein höheres Alter als wir, als ich. Witzbuch. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja mal kurz einen Witz erzählen. Welchen haben wir denn hier? Ein kleiner. Und auch guten. Mutti, mir ist so furchtbar schwindelig. Das gibt sich. Der Hauptwaschgang ist gleich zu Ende. Oh Mann. Zitze. Lachwitze. Yps ist zurück mit einer riesen Ladung Kracherwitze. Hier sind die besten Witze der Yps-Geschichte in einem Band. Verlag 5 Euro. 5 Euro. Das ist in Ordnung für so ein dickes, großes Buch. Mit so vielen guten Witzen. Oder schlechte Witzen. Guck mal, wie man es findet. Ne, ist ja eine Geschmackssache. Sehr schön. Da hat sich das halt mal richtig drüber gefreut. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Ist sie schön. Ja, das ist auch wieder mal eine schöne Figur. Von DC. Von DC. Ich glaube, das war auch, ist das Upgrade davon. Die müsste auch so eine 30 Euro wert sein. Oder 20? Schauen wir mal nach. Da. Ich habe vor kurzem Injustice 2 im Stream. An einem Tag, glaube ich, war das, so viel ich weiß. Ne, an 2 Tagen. Durchgezockt. Schön. Eine schöne Figur. Boah. Gefällt mir. Ein original zensiertes Produkt. Du. Schäm dich. Man bringt keine Leute um. Dann haben wir ein Malbuch, Volume 3. Die ersten zwei waren in Listen. Ein Monat vorher, davor noch einen Monat. Ein Malbuch schon drin. Auch ein Digital-Produkt. So, Produkt. Also wer Kinder hat, der kann sich darüber freuen. Die haben damals zum Ausmalen. Ich habe keine Kinder. Bin Single, nicht verheiratet, nicht verwitwet, nicht geschieden. Ich bin Single. Also ich habe an die 35 Euro bezahlt für diese Box. Dann wollen wir mal los machen. Einmal diese Wasserflasche von der G-Digital 1995. Hört sich viel an, aber ist eine kleine Stückzahl, die sie produzieren. Das T-Shirt ist Pac-Man und Ghostbusters-Falle, habe ich gleich recht gehabt. 1795, das ist auch eine Produktion von G-Digital. Deswegen ist das voll in Ordnung. Weil die zensierten Shirts können auch schon mal bis zu 30 Euro kosten, 40 Euro kosten. Zwei Games auf Thron Schnapsgläser. 13,95. Ist in Ordnung, finde ich. Also für die Lizenzen und alles ist schon ziemlich hoch. Das Malbuch, das ist gratis. Bin mal gespannt, was nächsten Monat an Upgrade kommt. Eins von 24 Harry Potter Stempel. Ne, steht leider nicht der Name. Also dürft ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wer das ist. 6,95, das ist in Ordnung. Mit Lizenz. Und die Figur sieht auch noch gut aus. Eins von 15 Fantastischen Beasts. Zwei Funko Mystery Minis. Hä? Hat er verpasst? Wollte ich nochmal reingucken, nochmal nachgucken. Auch 6,95. Wie gesagt, auch in Ordnung. Habe ich irgendwas falsch getan? Nein. Nein, alles in Ordnung. Weil der Preis auch immer so vorkam. Yps Witzebuch. Oh, die haben sogar weniger bezahlt. Statt 5 Euro haben wir 3,95 €. Aber selbst 5 Euro ist in Ordnung. Hä? Moment. Irgendwas ist jetzt gerade wieder schief gegangen.
Wusste doch, dass ich irgendwann einen Fehler reinhaue. Na? Was war das jetzt? 3,95. So, sind wir dabei. Eins von 8 Dragon Ball Z Blind Minis. Coco vs. Freezer, da hätte es auch noch die andere gegeben. 3,90 €, das ist voll in Ordnung. Also, da würde ich auch bezahlen. Wenn ich wüsste, wo es die gibt. Aufkleber, Cause you weapon. Die richtige Waffe kann einen Kampf entscheiden, aber nicht immer. Ist eine Waffe gleich ein Schwert, ein Bogen oder eine Pistole? Bei Pen und Paper Rollenspiele zum Beispiel hängt die Wirkungskraft deiner Attacke vor allen Würfen ab. Auf diesen Aufkleber musst du zwischen 6 Würfen wählen, die deinen Sieg oder deinen Untergang bestimmen. Ah ja. 1,95 € ist auch in Ordnung für ein einproduktioniertes Aufkleber von der G-Digital. Also selbst produziert. Dann schlagen wir mal die Seite um. Also, ohne Upgrade hat er einen Wert von 74,99 von 25 €. Das sind gute 50 € die du gespart hast. Das Upgrade kostete diesen Monat 19,95 € und hätte es auch verschiedene gegeben. Schade eigentlich. Batman oder der Joker, den hätte ich besser gefunden. Gut, die ist auch schön und super. Wonder Woman. Aber Batman in der Größe? Toll. Oder Joker? 19,95 €. Dann habt ihr mit Upgrade 44,94 € bei 35 € minus 35 hat er eine Ersparnis von 59,94 €. Ist in Ordnung. Das Upgrade für den März ist von Game of Thrones. Glaube, Name läuft noch. Fun Facts. Hogwarts, eine riesige Toilette. Stephen King ist ein Fan von Umbridge. Aha. Rekordkampf. Der Kampf zwischen Son Goku und Freezer in Dragon Ball Z dauert insgesamt ganze 3,5 Stunden und ist damit der längste Kampf der Anime-Geschichte. Aha. Interessant. Wusste ich nicht. Ja, nerdiges Kreuzworträtsel. Die Lösung findest du auf geht.link.de/Loot-Bewertung. Ja, ich höre selber rauskriegt, heißt das. Ne? Ja. Das war die Gedigete für den Februar. Oh, habe ich ja nur gesagt. Also das Upgrade ist für März. Wir haben ja Februar. Bonn hat Fieber. Deswegen redet der Quatsch. Vergisst, was ich gesagt habe. Das Update für März ist von Game of Thrones. Somit wünsche ich euch noch ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr in einen Streamer reinschauen würdet. Link auch in der Videobeschreibung. Wie die gedickte Seite. Die ist auch in der Videobeschreibung. Bis dahin, euer Bot ist raus. Tschüss.